Soll ich denn da hochkommen? Ich muss da hoch, ich möchte die Flasche. Hey, weg! So vielleicht. Und dann kommt's hier. Nee, das klappt nicht, oder? Nein, nein! Oh. Hat nicht geklappt. Komm ich da hoch? Ah, warte mal. Juhu. Ah, okay, okay. Ich komme nur mit Salim da hoch. Au, was soll das denn? Ich war noch gar nicht da drauf. Oh. Und hoch. So. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich will eigentlich da lang. Och, Salim. Bist du nichts zu gebrauchen. Jetzt aber, komm. Auf die Flasche drauf. Jawohl. Geht doch. So. Weil ich ja das Schätze-Ding aufrüsten möchte auf 20%. Hol mal jetzt den Schatz kurz und bring den zurück zum Unterschlupf. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Ach da. Hab mich am Turm verfehlt. So. Ne, nicht gefehlt, verirrt. Geirrt, sorry. Ist schon wieder spät. Ich, ja. Sollte vielleicht doch jetzt demnächst mal schlafen gehen. Jawohl. Goldkobra. Die ist so wenig wert, ernsthaft. Die sind tatenlos im Zustand. Heavy Metal Crash. Cool name. For a mission. Wie komme ich an die Slime-Maske, wenn wir übrigens schon mal da sind? Ach, guck mal, der Typ hat was zum Klauen dabei. Vielen Dank für den Skorpionschwanz. Und weg damit. Der braucht einfach mit seinem Finger zu schnipsen. Der Typ ist toll. So, dann hier so. Dann hier so. Dann hier so. Und dann hier so. Und nochmal. Und dann sind wir da. Aha. Und jetzt gleiten wir ganz schön mit unserem Teppich nicht auf die Mission zu, weil wir nicht weit genug gleiten. Hm? Hätte ja klappen können. Uah, der guckt ja in meine Richtung. Weg. Ich habe gedacht, der guckt in die andere Richtung. Halt, danke. So, was muss ich denn jetzt schon wieder machen? Okay, Salim, ich habe das Sicherheitssystem im Dorf lahmgelegt, aber Miss Dezibel hat sich in ihr Privatbüro über der Bibliothek zurückgezogen. Wir müssen da rein und eine Wanze anbringen, um mehr darüber zu erfahren. Allerdings ist meinen Plänen zufolge das Gebäude extrem stark bewacht und nur jemand mit deinen außergewöhnlichen Kletterkünsten kann sich Zutritt verschaffen. Ich verstehe nicht. Wie kann uns ein Insekt helfen, ihre Pläne zu erfahren? Es könnte sie allerhöchstens stechen. Nein, nicht so eine Wanze. Ich meine so ein kleines Gerät, das Geräusche überträgt, damit wir ihre Unterhaltungen belauschen können. Oh, und beißt es auch? Pass auf, na, vergiss die Wanze. Zuerst musst du mal einen Weg in ihr Büro finden, um mich reinzulassen. Ab dann übernehme ich. Okay, Bentley. Ich suche einen Weg und du spielst mit der Wanze. Mit der Wanze. Ich weiß schon wie. So geht das. Lieber nochmal nach links und rechts gucken, ob auch wirklich niemand kommt. Und dann einfach ganz normal reingehen, als ob man da dazugehört. Würde ich auch so machen.
Jetzt sind wir auf genau 20%. Hat ja gepasst. Was zum... Okay, Salim. Du musst die Wanze in Miss Dezibels Büro anbringen. Aber zuerst muss sie es verlassen. Ich habe die Transmitter, mit denen sie deine Freunde gequält hat, umprogrammiert. Mit total neuer Musik. Sobald du sie im Raum angebracht hast, werde ich sie aktivieren. Schon kommt sie angeflitzt. Woher weißt du das? Weil sie nämlich ein Musikbanause ist. Und ich ihr eine Dosis von etwas gebe, das sie abgrundtief hasst. Echten Rock'n'Roll. Ich hab für rollende Röcke auch nichts übrig. Nein, das... Vergiss es. Bring bitte einfach die Transmitter dort an. Für rollende Röcke. Das war jetzt cool. Okay. Muss ich hin? Wie kann man nur so viele Bücher lesen? Schon die Vorstellung bereitet mir Kopfschmerzen. Bist halt keine Leseratte, wie es scheint. Die Kletterei werde ich noch zum Affen. Ich dachte, es ist dein Top-Gebiet hier. Was ist denn das? Kann ich da durch? Das kann wahrscheinlich nachher Bentley zersprengen. So. Das wackelt. Da muss ich hin. Bin eh falsch. Jupp. Selbst dein Hamster wäre zu schwer. Ja, wieso baut man dann eigentlich sowas? Ganz ehrlich. So geht das. Sehr gut, Salim. Eine platziert, zwei übrig. Achso, drei Stück insgesamt. Da war ich schon. So vielleicht? Ah ja. Boah, die Musik geht mir jetzt schon auf die Nerven. Kann das niemand... Das nennt sie Musik? Ja, hab ich auch schon gedacht, Salim. Diese Ketten reißen sehr leicht. Vielleicht muss ich abnehmen. Nee. Okay, nur noch ein Transmitter. Ja, ja, bei dir heißt es immer nur noch einer, nicht wahr? Das war jetzt richtig cool. Bei dir heißt es immer nur noch einer. Alter. Das nervt! Jetzt geht er hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier hoch soll. Ich glaub's nämlich nicht. Ups. Alter, was fliegt denn hier rum? Boah, in 3D wäre das jetzt richtig cool. Das Spiel ist ja auch in 3D kompatibel, aber ich habe keinen 3D kompatiblen Bildschirm. Warum ist mein Talent das Klettern? Warum nicht das Schlafen? Weil du sonst kein Meisterdieb wärst. Perfekt, Salim. Jetzt übernehme ich. So, jetzt zufrieden? Sag mir nur, dass wir nicht auf Schlangen stoßen. Wenn ich die Transmitter mit meinen Pfeilen aktiviert habe, tanzt Miss Dezibel nach meiner Pfeife. Okay, so. Fällt dir überhaupt nicht auf, wenn man hier in dem Palast was sprengt? Wo ist es denn? Ich muss da runter, ne? Ne, ich kann einfach... Warte. Kann ich ja stehen bleiben? Ich kann ja aber auch wohl stehen bleiben. Sonst mache ich den zuletzt. Hä? Alter, wieso? Wieso? Ich höre doch etwas herumpuschen. Ich wünschte, Cyril wäre wieder hier. Alter, lass Le Paradox aus dem Spiel. Stimmt, ich kann jetzt drei Bomben legen. Komm, ich ärgere sie ein bisschen. Und... Ups. Skorpione, haut ab, ihr Mistviecher! Wo denn? Ich erschrecke so leicht. Ja. Nee, brauchst du nicht. Tees sind... Doch, Tees sind eigentlich ganz lecker.
Wenn die wüsste, dass hier Skorpione drin sind, würde die bestimmt ausrasten. Der Transmitter ist in der Ecke, aber verschwört. Ich muss an eine Stelle, wo die Sicht frei ist. Ich glaube, ich bin an einer Stelle. Bingo! Voll ins Schwarze! So. Der nächste ist... Wo habe ich denn den platziert? Ah, doch, das bringt mir was. Da erscheinen dann Plattformen, mit denen ich da auf die andere Seite kann. Was war denn das? Deine Mutter. Ich hab geahnt, dass ihr bösen Strolche das wart. Hä? Wie alarmiert? Die wusste doch gar nicht, dass ich da bin. Soll nicht so scheiße tun hier. So ein Scheiß. Wer immer da ist, zeig dich sofort. Da ist niemand. Du bist paranoid. Was soll's? Ich glaube, ich bilde mir das nur ein. Ja, ja. So, ich bin jetzt schlau. Mach die kaputt, bis die da wieder weg ist. So. Nix, nix. Du hörst nur Geister. Muss dieses alte Mauerwerk sein. Genau, schieb alles aufs Mauerwerk. Weiß, dass du da bist, wer immer du bist.